Leute, ich bitte die leichten Tonprobleme am Ende der letzten Folge oder so, Mitte der letzten Folge zu entschuldigen. Da hat irgendwo sich mein Mikro verabschiedet. Warum auch immer. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Ich hoffe jetzt wunderbar, dass alles soweit wieder klappt, wie es sein soll. Irgendwie hat aber mein Mikrofon gesagt, nö, ich mag da noch nicht mehr. Jetzt müsste eigentlich wieder alles soweit laufen. Ich habe es extra manchmal ausprobiert. Es tut mir leid. Naja, gut. Okay, letztes Spiel haben wir gewonnen. 3-2 entfernt. Heute wollen wir dann mal schauen, wer der nächste Gegner überhaupt ist. Saarbrücken. Okay. 7 Nummer 8, wenn wir den Pokalspiel mitnehmen. Gucken wir mal gerade rein. So, gucken wir mal, ob wir da noch was haben. Ist jetzt nicht unbedingt wichtig dabei. Ne, es ist wirklich interessant, dass ich gerade dabei. Ich soll aber noch einen alten Spieler verpflichten, älteren Spieler verpflichten. Und wir sind immer noch, es wehrt sich immer noch die Löwen, ganz klar, nur von uns um einen Punkt. Wir gehen nicht in die Pressekonferenz, sondern wir gehen direkt ins Duell, ins Heimspiel gegen den FC Saarbrücken. So, ich würde mir wieder ein bisschen durchrotieren, mal wieder ein paar anderen Jungs die Chance geben. So, habe ich überhaupt noch einen Innenverteidiger? Nur so eine blöde Idee. Habe ich noch einen Innenverteidiger? Ja, hier habe ich doch noch einen Innenverteidiger auf der Bank. Oh? Dann müssen wir es so machen. Das ist wieder einer meiner Innenverteidiger auf die Idee kommt. Hey, wir könnten ja Geld uns abholen. Naja. Gut. So, gehen wir direkt rein ins Match, gucken gar nicht, was die Optionen. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein tolles Spiel werden. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So, geht auf jeden Fall gleich ins Match. Na dann, auf ins Match, wa? Machen wir mal schauen. Aber mit der Rücken. Das Spiel beginnt. Das nächste Team ist es schon. Wir wollen müssen gewinnen, um den Druck auf die Löwen aufrecht zu halten. Das kann nicht anders nichts, was heute ob der direkte Vergleich kommt. Geil, dass unten durch die Aufstellung durchläuft. Das ist da! Sehr gut gemacht vom Tor. Der ersten guten Chance für die SP VGG. Eckermeier. Ball kommt. Und die nächste Chance. Und die nächste gute Doppelchance. Auf der Linie gerettet. Die werden sich gerade so ein bisschen. Gleich kommt die Ecke. Erst für das Spiel, der Verteidiger spielt auf der Linie. Und dann. Ach, der Keeper. Den kriege ich auch noch. Naja, mal gucken. Sterne, nochmal was um in der Ecke. Die Ecke kommt. Ja, das war nicht so ganz. Sie bekommen den Ball nicht raus. Probieren Sie jetzt nochmal. Er bekommt die Unterstützung. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst. Und jetzt kommt Neudecker. Nicht, dass jetzt plötzlich Saarbrücken eine Chance kriegt. Vorwärtsbewegung jetzt. Notbremse. Das kann. Rot geben. Das gibt Rot. Ich befürchte, wir sind gerade jetzt ein Mann weniger auf dem Feld.
viel zu spät gekommen. Wenn der Schiedsrichter Gnade auf Reichweite. Er nimmt ihn in die klare Torchance und dafür muss er runter. Zehnte Spielminute. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Ja, leider richtig. Es war der Notbremse, der letzte Mann. Und er kommt so rein. Das wird mindestens ein Spiel, mehr als ein Spiel werden. Gut, dann müssen wir es jetzt irgendwo versuchen, so zu richten. Ich glaube, die Offensive ist stark genug. Da liegt einer von den Saarbrückern. Da wäre jetzt Platz. Noch ist aber nicht abgepfiffen. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter dann irgendwann mal sagt, ja, passt. Erstmal geklärt. Und es gibt Ecke für uns. Vielleicht können Sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Genau, den hat es eben gerade erwischt. Mit der Notbremse. Ja, das muss ein Wechsel geben. Das wird den Wechsel geben. Ja, also kann man gar nicht als Verletzter bei der Situation, sondern jetzt hier. Oh ja. Kein Foul, aber. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt geht er raus. Hm. Das fällt schon wieder gut an, aber. Ecke ja. Kommt rein. Naja, abhacken, warte mal. Schauen. Ja, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Er entscheidet auf Freistoß. Okay. Und das gibt natürlich Einwurf. Gerade war. Heute hoffen die Gastgeber auch auf die Hilfe der anderen Mannschaften. Denn das große Ziel ist der Sprung an die Tabellenspitze. Aber die Saison ist noch jung. Ja, sind aber vielleicht wäre es ein Fingerzeig auch für die andere Mannschaft. Also mit dem Sieg werden wir zumindest mal so 6 Punkte weg. Erstmal geklärt. 6 Punkte weg von der von Platz 3, vom Relegationsplatz. Da wäre es zumindest ein großer Schritt Richtung in die Richtung. Neudecker. Naja, erstmal eine eigene Aufgabe jetzt lösen hier. Da kommt der Pass. Sollen wir andere Aufgaben schaffen. Richard Neudecker. Hat er geleistet. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Linios. Außen ist Platz. Jetzt kann das Tor fallen. Zu 10 machen sie das 1:0. Erstes Tor des Spiels. Und wir spüren, die geben diese Partie noch lange nicht verloren. Die wollen auch zu 10 was holen. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Ja, muss es dann doch verdient. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wie gesagt, nochmal, wir sind zu 10. Ne? Wir haben einen Verteidiger hinten weg. Aber momentan scheint es unser Offensiver ein bisschen rausreißen. Da ist Platz auf dem Flügel. Serginho. Und sie verlieren den Ball dann doch. Mixer. Naja. Ja, auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist auf dem besten Weg, den alten Torenrekord zu brechen. Der ist gar nicht, mehr drin in der Tabelle im Spiel. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Gibt Eckball und vielleicht können sie die Führung ja ausbauen. Jetzt kommt die Flanke rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Mit dem Ball am Fuß geht er nach innen. Ja, war eine Idee. Chance, aber kein Tor. Es bleibt bei dieser knappen Führung. Hat ihn dabei nicht vergeben. Wir sehen, auch der Trainer ist sauer. Ja, ist gut, ist doch nichts passiert. Jetzt haben wir einen Versuch, wer das ist dann? 2-0. Gleich gehen wir in die Pause in dieser Begegnung, in der die Gastgeber zurzeit eine knappe Führung haben. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor vor. Oh, das war nicht. Immer wieder schneller, vor allem auch Gedanken. Ah, Moment, ja. Jetzt liegt was in der Luft. Oh, ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Eine kurze Ecke. Versucht per Volley. Ja, aber wichtig, dass er das ist das Einsatz. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Ist das Ding dann immer da jetzt reingefallen? Das darf jetzt auch nicht passieren, ne? Das war das. Ich dachte, wir wollen jetzt noch in die Pause, weil jetzt das Ding gut im Spiel. Kriegst du dann so ein blödes Ding oder was? Aber das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Sie lassen ihn da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Viel zu einfach. Dann fällt das Tor.
Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, Meier, lasse Mai. Ja! Und der Saarbrücker Keeper hält tatsächlich seine Mannschaft im Spiel. Jetzt die Ecke kommt. Nix da. Ja, es gibt einen Lauf. Es wird 1-1 wird es bleiben. Oder ist der Schiedsrichter das eine Ding noch laufen? Zu viel Platz bei diesem Dribbling. Nö. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Oh Mann, ey. Durchgang 2 läuft. Ja, Frage, reißt heute unsere Siegesserie? Wir sind wie gesagt ein Mann weniger, steht unentschieden. Klar, sagen wir mal so, wenn wir die erste Halbzeit sehen, weil die Chancen sehen, haben wir mehr vom Spiel. Aber es muss halt. Dribbling geht weiter. Erstmal. Findet einfach kein Mittel. Riesenchance zur Führung. Eckball, gute Chance natürlich. Irgendwie kriegen sie immer noch irgendwo noch einen Kopf dann zwischen. Das ist der Keeper, das ist der Verteidiger. Jetzt kommt die Ecke. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, der war wirklich gut. Ich hab mich jetzt so einen Flachs, ich muss es hier irgendwann mal reinhauen. Meier mit der nächsten Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Viel Platz für den Konter jetzt. Ja, das war ein bisschen schlecht rausgespielt, aber Waage war doch der zurück. Der Pass war ein bisschen unpräzise, Einwurf. Lippert. Weglauf. Einmal richtig. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Richter. Die Flanke kommt. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Ich komme dem Keeper nicht vorbei, so ein bisschen momentan. Sie holen sich den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Serginho. Ja, viel gefährliche Steifer. Ja, viel Betrieb ab, Jana! Und Horn! Das Tor doch noch. Horn! Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Und jetzt ist es Lataya, der den Ball abnimmt. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Nee. Beide immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Steht unentschieden, es ist alles offen. Ja, es ist alles drin, ne? Wenn du dir überlegst, was der Keeper von Saarbrücken gerade rausgeholt hat, was mein Keeper jetzt mit diesen zwei Situationen da auch gemacht hat. Guter Pass jetzt. Oh, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß einen Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen, schade. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Da läuft, super gemacht. Das ist eine Frage des Timings. Oh Mann! Super dazwischengegangen, da haben sie den Ball wieder. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Hat jetzt Gino, jetzt hat aber Latteja was ein bisschen was dagegen. Eckloff! Führung, das ist es! Und wir dürfen ja nicht vergessen, die sind nur noch zu 10. Aber sie kämpfen, 2-1. Sie versuchen viel und dafür werden sie belohnt. Glück oder Können? Auf jeden Fall geht der Ball an den Innenpfosten und dann rein. Irgendwie ist das Ding dann doch reingefallen. Ich hatte ja gesagt, Pfosten, der geht nicht rein, aber der geht dann doch rein. Mit Dusel, aber es ist nicht ganz unverdient, man muss es so sehen. Weil wir, glaube ich, ein bisschen mehr vom Spiel hatten. Nicht viel, aber mehr sind mehr, wird die Statistik zumindest betrifft. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Super, wie er sich durchsetzt. Kein Tor zu einfach. Szene. Viel müssen zu Sie mehr draus machen. Einfach. Direktes Duell mit dem Torhüter, aber Lob an den Keeper. Das war gut gemacht. Meier. Hereingabe in die Mitte.
Und ja, Ulrich! Eine schwierige Situation. Noch ist die Chance da. Hätte er die Entscheidung hier machen müssen. Mehr oder weniger. Weil die Idee war gut. Es ist wichtig, dass er diese Chance zunichte macht, denn wenn der drin ist, dann ist die Sache erledigt. Richtig. Dann gibt es eine Niederlage. Sie haben den Ball. Vielleicht können Sie jetzt auch selber vorne für Gefahr sorgen. Kaum wurde es gefroren. Was? Gibt der Peter. Der hat ihn an den Fuß gekriegt. Nee, war doch, aber doch eine Hand, okay. Sah tatsächlich aus wie ein Fuß, aber es war Hand. Der Strafstoß ist drin. Der gefährlichste. Nein. Ich fahre ein Stück hinterher. Der Ball schlägt unten im Eck ein. Ja, den kannst du als Keeper nicht halten. So schießt man Elfmeter. Ach Mann. Alles wieder offen hier. 2-2. Ja. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Ja, schön mal, wie das sieht gut aus. So, die Chance jetzt. Kein Problem, ganz sicher. Wenn du da den Ball hast, wenn du so eine Chance bekommst, dann musst du das Tor eigentlich machen. Ja, da haben die Nerven versagt. So bleibt spannend. Vielleicht die Konterchance. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Siegesserie ist weg. Hereingabe jetzt. Tolle Parade, Buschi, den muss er erstmal halten. Ja, vor allem kurz vor Spielende. Die Chance zur Führung und er bewahrt die Nerven. Nach 7 Siegen reißt heute unsere Siegesserie. Ecke kommt ins Zentrum. Gut gehalten, macht sich lang. Schusspfiff in diesem Spiel und die Fans sind unzufrieden. Und vor allem mit diesem Platzverweis, klar. Ohne den hätte es vielleicht anders oder wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich finde, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Eine enge Entscheidung, sicher, aber die richtige. Eine solide Leistung war das heute. Nicht mehr, nicht weniger. Zurück darf ich aber seinen Keeper, darf sich beim Keeper bedanken, dass sie was mitgenommen haben. Sonst wäre das Ding deutlich ausgegangen. Hat 60 hingespielt. Unentschieden auch nur. Ja, es tut jetzt ein bisschen weh, weil wir wissen, dass die Konkurrenz einfach unentschieden gespielt hat. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Einfach jetzt nicht. Letzten Durchspiel gab es Linke, das ist ja unentschieden, ja. Danke für dieses Gespräch. So, na gut. Wir machen hier Pause. Wir sehen uns in der nächsten. Warte mal, wir gucken, wir kriegen eine kurze Nachricht noch schnell. Spielsperre, okay, kann man froh sein. Theoretisch wäre es ein bisschen was mehr geworden. Hätte man eigentlich sagen können, jo. So. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und, dann geht es zurück zum Schützenspiel. Naja, dann können wir mal gucken, dass wir Tabellenführer vielleicht sogar werden. Wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet.